Ihnen draußen vor den Bildschirmen, die ja nun wohlbekannte Begleiter bei der Kommunikation mit der Außenwelt geworden sind, als auch den helfenden Händen hier im Saal, den wenigen helfenden Händen, die hier zugelassen sind. Ich hoffe, Sie sind alle gut und sicherlich verkehrsberuhigt ins neue Jahr gekommen. Wahrscheinlich war der Übergang ins neue Jahr weniger inspirierend als all die früheren Übergänge in die neuen Jahre. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir, sprich der Exzellenzcluster Origins der beiden Münchner Universitäten LMU und TU, zusammen mit dem Deutschen Museum hier Ihnen inspirierende Nahrung für Ihre grauen Zellen anbieten können. Nicht nur für die grauen Zellen, sicherlich auch etwas für die Seele, denn Wissenschaft ist ja nicht nur intellektuell, sondern ist ja spannende Wissenschaft auf jeden Fall immer auch etwas für das Herz. Das heutige Thema des Vortrages ist gewisserweise ungewöhnlich und wäre sicherlich auch für mich bis vor ein paar Monaten neu gewesen, nämlich auf der Suche nach dem Atom des Lebens. Geht es darum, sozusagen die Grundbausteine für das auszumachen, was das Leben im Endeffekt ausmacht. Die heutige Vortragende Petra Schwille hat sich an dem Atom orientiert. Als Teilchenphysiker würde ich mich vielleicht mehr an das Quark orientieren, als Baustein für die sogenannte sichtbare Materie, die wir ja kennen. Aber so hat jeder seine eigenen Assoziationen, was er oder sie als Grundbaustein jetzt empfindet. Das Thema ist spannend und gehört in unseren Excellence Cluster Origins hinein und ist einer der grundlegenden Fragen, die die Leitlinien auch unseres Clusters mitdefinieren, von der Entwicklung des Universums, vom Big Bang hin bis zu den ersten Bausteinen des Lebens. Ich freue mich, dass wir Petra Schwille gewinnen konnten heute für diesen Vortrag. Sie ist keine Newcomerin hier im Deutschen Museum. Sie hat schon vor knapp 10 Jahren hier etwas grob zu diesem Themenkomplex erzählt. Inzwischen ist eine Menge passiert. Und diejenigen, die sich an Frau Schwille erinnern, sind sicherlich gespannt auf das, was sich in den letzten 10 Jahren getan hat. Bevor wir zum Vortrag kommen, möchte ich doch noch ein paar Worte zur Vortragenden erwähnen. Petra Schwille, sie ist Mitglied bei uns im Exzellenzcluster Origins, stammt aus dem Schwabenlande und das werden Sie sicherlich gleich auch ein bisschen hören. Sie hat in Stuttgart und dann in Göttingen Philosophie und Physik studiert, hat aber dann den Sprung gemacht praktisch zur Chemie. Sie hat am Max-Planck-Institut für Biochemie in Göttingen gearbeitet, war dann 2 Jahre in den USA, in Cornell, und ist dann zurückgekehrt nach Göttingen, hat weitergearbeitet am Max-Planck-Institut, bevor sie dann eine Professur bekommen hat an der Technischen Universität Dresden. Vor knapp 10 Jahren ist sie dann nach München gewechselt, zum Max-Planck-Institut für Biochemie im Süden Münchens in Martinsried und leitet dort sehr erfolgreich eine große Arbeitsgruppe, die sich natürlich zum Teil genau mit diesem Thema befasst, auf der Suche nach den Grundbausteinen des Lebens. Ich bin ebenso gespannt auf den Vortrag wie Sie. Frau Schwille hat, das sollte ich vielleicht noch sagen, natürlich eine ganze Reihe Preise für ihre Arbeiten bekommen. Der wahrscheinlich wissenschaftlich interessanteste Preis ist der Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Aber sie hat auch den Maximiliansorden des Freistaats Bayern erhalten und ist auch Mitglied in einigen anderen honorigen Gesellschaften. Das nur so nebenbei. Und ich denke, ehe ich jetzt weiterrede, freuen wir uns ganz herzlich auf Petra und auf die Beantwortung der Fragen. Was sind denn jetzt die Grundbausteine des Lebens? Petra Schwille. Ja, ganz herzlichen Dank für die schöne Einleitung und es ist wirklich eine große Ehre, heute wieder hier zu sein. Es fühlt sich noch wichtiger an, weil noch weniger Leute hier sind. Natürlich auch ein bisschen trauriger. Aber es freut mich sehr, dass ich heute nach 10 Jahren wirklich mal wieder über unsere Forschung berichten kann. Wenn jemand sich die Mühe machen sollte, in den Archiven zu kramen, was ich damals erzählt habe, wenn es da überhaupt Archive gibt, die eine oder andere Folie ist dabei, aber das meiste ist tatsächlich neu. Ja, und natürlich wusste ich auch, dass ein Teilchenphysiker das Atom nicht als kleinsten Bestandteil der Materie stehen lassen kann. Ursprünglich
in der Idee des Atoms war es mal gedacht als die kleinste Einheit der Materie. Davon sind wir natürlich als Physiker mittlerweile oder darüber sind wir schon weg in unserer Erkenntnis der Materie. Allerdings ist es immer noch die kleinste Einheit der chemischen Elemente. Und die Chemie ist ja sozusagen der Vorläufer der Biologie, wenn man so will, jedenfalls disziplinarisch. Und in gewisser Weise ist das Wichtige, was ich damit ausdrücken will mit diesem Titel, die Vorgehensweise der Physik geht dahin zu reduzieren, komplexe Phänomene auf das Essentielle, mathematisch Handhabbare zu reduzieren. Und da ist es tatsächlich so, dass das sozusagen Komplizierteste, was man mathematisch wirklich durchgängig berechnen kann, jedenfalls so viel meiner Ausbildung war das so, mittlerweile ist es vielleicht anders, das Wasserstoffatom. Das ist wirklich geschlossen ausrechenbar. Und da geht es im Grunde so ein bisschen hin. Ich bin ja, wie gesagt wurde, tatsächlich komme aus der Physik und würde mich deswegen sehr stark dafür interessieren, ob der Begriff des Lebens auch auf etwas wirklich Minimales zurückführbar ist. Vielleicht, dass wir es nicht berechnen können, das möglicherweise nie, aber wenigstens verstehen in seinen Grundprinzipien, von den ersten Prinzipien zu dem Phänomen, das wir als Leben erkennen. Wenn es um Leben geht, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Ansichten, was eigentlich Leben ist. Es gibt auch Definitionen. Es gibt nicht die eine Definition. Auch da ist die Biologie ein bisschen komplizierter, sag mal weitschweifiger als die Physik. Aber es gibt ganz klare Kriterien, die jeder, eigentlich schon jedes Kind, als wichtig für Leben definieren würde. Und dazu gehört einmal der Stoffwechsel. Leben ernährt sich irgendwie von Sonnenlicht, von Nährstoffen, von Wasser, von Luft. Wichtig ist auch, dass ein lebendes System, obwohl es ständig Stoffe aufnimmt und auch wieder ausscheidet, dennoch irgendwie dasselbe bleibt. Jedenfalls im Erwachsenenzustand. Das ist das, was wir Homöostase nennen, die Erhaltung des Systems. Während des Wachstums zum Erwachsenenstadium, wie gesagt, Wachstum ist wichtig, erfährt es natürlich üblicherweise Größenänderungen. Und ganz wichtig, und ich denke, das ist eins der ganz, ganz essentiellen Kriterien des Lebens so, wie soll man sagen, erfolgreich macht, ist die Möglichkeit der Vermehrung, der Reproduktion der Systeme. Von diesen wirklich, sagen wir mal, ganz klassischen und auch wirklich handhabbaren Definitionen gibt es dann noch ein bisschen mehr, sozusagen, die dann schon ins Wissenschaftliche führen. Information, Bewegung, nun gut, Bewegung ist etwas, das auch jedes Kind sieht. Wenn es sich bewegt, ist es möglicherweise lebendig. Interaktion mit der Umwelt oder Umgebung, die sogenannte Erregbarkeit kennzeichnet lebende Systeme und die meisten, die wir kennen oder alle, die wir kennen, sind auch sterblich. Und dann gibt es noch diese philosophischen Kriterien, die eigentlich sich erst in der Geschichte oder auch teilweise erst in den letzten Jahrzehnten als Kriterien des Belebten herauskristallisiert haben. Und ein ganz wesentliches Kriterium, das jetzt seit den 50er, 60er Jahren auch als NASA-Kriterium anerkannt ist, ist die Evolvierbarkeit, die Möglichkeit der Fähigkeit zur Evolution, zur Veränderung, zur Anpassung, zum Lernen. Und entlang dieser Evolvierbarkeit nimmt das Leben Komplexität auf. Und das ist sozusagen das, was das Phänomen heute so schwer greifbar macht. Denn wir gehen davon aus, und da kommen wir jetzt sozusagen zu unseren Kollegen der Origin of Life oder Ursprung des Lebensforschung, wir gehen davon aus, dass Leben ungefähr schon seit 3,5 bis 4 Milliarden Jahre sozusagen existiert als Phänomen. Und in diesen 4 Milliarden Jahren oder 3,5 Milliarden Jahre evolviert Leben. Und Evolution, ich denke, das weiß jeder, heißt Verbesserung. In der Interaktion mit anderen, in der Kompetition mit anderen,
sozusagen Vorteile erwerben, Veränderungen, die irgendwie vorteilhaft sind. Und das heißt eben meistens komplizierter werden. Eigenschaften erwerben, aufnehmen, entwickeln, die vorher nicht da waren, mit denen man vielleicht einen Vorsprung hat vor anderen Systemen, die auch leben. Und dann kommt noch so ein, würde ich sagen, ein fast schon religiöses Kriterium, das überhaupt kein Naturwissenschaftler jemals so hinschreiben würde, aber das ich denke, das eben sehr, sehr wichtig ist, weil wir es empfinden. Ob wir das zu Recht so empfinden, mag dahingestellt sein, aber wir denken oder wir empfinden Leben als irgendwie gerichtet, als hätte es ein Interesse. Das ist im Moment ganz groß in der Presse, sogar von Systemen, die eigentlich gar nicht leben, nämlich Viren, wird so getan, als hätten sie ein Interesse, uns anzustecken, sich zu vermehren. Das projizieren wir natürlich auf diese Systeme, aber dennoch muss irgendwas in diesen lebenden Systemen sein, das uns dazu bringt, das zu projizieren. Was ist das? Wenn man auf jeden Fall mal sich auf die wissenschaftliche Definition einlassen möchte, dann gibt es ganz klare Kriterien für Leben. Leben ist immer zellulär verfasst. Das ist ein Satz, der wurde im 19. Jahrhundert sozusagen als Zelltheorie bekannt und der gilt heute noch. Es gibt kein anderes Leben als zelluläres Leben. Aber da sind wir schon wieder bei einem Problem. Denn die Zelle ist, wie wir alle wissen, eine ziemlich komplizierte Ansammlung von Molekülen. Und es muss ja irgendwann einmal angefangen haben, sich als Zelle zusammenzubauen. Es gibt diesen sehr bekannten Spruch von Rudolf Virchow, Omnis cellula e cellula, jede Zelle kommt von einer anderen Zelle. Das war ein Riesendurchbruch in der Zeit von Louis Pasteur oder den sozusagen Mikrobiologen des vorvorletzten Jahrhunderts. In der Erkenntnis, dass Leben eben nicht durch plötzliche Inspiration eines Schlammhaufens passiert, dass also nicht Leben irgendwie aus was spontan hervortreten kann, wenn da nicht schon Leben drin war. Das heißt, um zelluläres Leben von irgendeinem System sozusagen herauszubekommen, wie zum Beispiel ein Schlammhaufen oder ein Erlenmeyer-Kolben, da muss irgendwann mal eine Zelle drin gewesen sein. Und das ist eben dieses zyklische Henne-Ei-Problem. Es muss mal irgendwie eine Möglichkeit gegeben haben, der Materie sich zu einer Zelle erstmals zusammenzufinden. Und diese Zelle hat es dann sozusagen geschafft, das Ganze, sozusagen den ganzen Prozess des Lebens anzustoßen. Aber dieser Prozess, wie sich eine Materie erstmals zu einer zellulären Form zusammenlagert, diesen Prozess müsste man eigentlich, wenn man es denn hinbekommt, dieselben physikalischen, chemischen Umgebungsbedingungen zu schaffen, wie es damals war. Wir wissen natürlich nicht mehr, wie es war. Aber wenn wir es schaffen würden, dann müsste es möglich sein, aus Molekülen, die nicht leben, die keine Zelle sind, so etwas wie eine Zelle entstehen zu sehen. Die Bedingungen dafür kennen wir nicht. Aber die Möglichkeit muss es geben. Und das ist die sozusagen Stoßrichtung unserer Forschung, zu erkennen, was es eigentlich braucht, damit sich Moleküle, die kein Leben sind, die keine Zelle sind, zu so etwas zusammentun wie einer allerersten Zelle. Und da sind wir natürlich wieder bei diesem Problem der Evolution. Wenn wir Zellen ansehen, die heute auf der Erde existieren, und seien sie noch so einfach, sind die immer so fürchterlich kompliziert, dass von Minimalzelle eigentlich keine Rede sein kann. Die kleinsten Organismen, die noch nicht mal zum Teil selbstständig leben können, die so parasitär mit anderen zusammen leben, sind so in der Größenordnung von 1000 Genen. Ja, also 1000 Gene heißt natürlich 1000 Proteine und von diesen 1000 Proteinen gibt es natürlich noch zu diesen 1000 Proteinen gibt es natürlich noch sehr, sehr viele andere Moleküle, die weniger kompliziert sind, aber eben auch zu der Zelle dazugehören. Das heißt, von Einfachheit kann die Rede gar nicht sein. Wenn wir also versuchen, einfache Zellen sozusagen in Abstraktion von bestehenden Zellen zu definieren,
dann haben wir einen sehr weiten Weg vor uns. Es gibt tatsächlich einige Forscher, die das versuchen. Craig Venter ist ein bekannter Protagonist dieser Untersuchung oder dieser Endeavors. Fällt manchmal der deutsche Namen gar nicht ein. Ich gebe viel zu viele englische Vorträge. Warum macht Craig Venter das? Nicht, weil er verstehen will, was der Ursprung des Lebens war, sondern weil er einen besonders optimierten Organismus schaffen will. Einen Organismus für die Gentechnik, der möglichst wenig Energie für Prozesse aufwenden will, die er eigentlich gar nicht braucht. Wenn ich durch Produktion im Bakterium einen Stoff herstellen will, das macht die Biotechnologie, dann ist vieles, was dieses Bakterium fürs Leben braucht, für mich gar nicht relevant. Das heißt, idealerweise hätte ich ein Bakterium, das nichts anderes macht, als meinen Stoff produzieren, den ich gern von ihm hätte. Und deswegen ist Craig Venter unter anderem und auch andere Biotechnologen sind daran interessiert, eine Minimalzelle zu schaffen, die wirklich nur das Allernötigste fürs Leben enthält. Sie sind recht weit gekommen. Sie haben von einem Minimalorganismus von 1000 Genen es tatsächlich geschafft, diese 1000 Gene auf 500 Gene zu reduzieren, haben allerdings das Problem, dass von diesen 500 Genen, die dieser reduzierte Organismus noch enthält, ungefähr 150 völlig unbekannte Funktionen haben. Das heißt, die müssen drin sein, ist aber nicht so klar, was die da machen. Nur wenn sie draußen sind, geht es nicht mehr. Also diese Art von Forschung, die sozusagen angewandt ist und auf die Biotechnologie oder Effizienz biotechnologischer Produktion zielt, ist natürlich nicht in unserem Sinne, die wir ja sozusagen die minimale, also prinzipiell minimale Form des Lebens wollen. Das heißt, uns bleibt überhaupt gar nichts anderes übrig, als nicht mit Zellen anzufangen, sondern mit Bausteinen, von denen wir glauben, dass wenn man sie zusammenbringt, es etwas sich entwickelt, das mehr ist als die Summe der Teile, eine sogenannte emergente Funktion entsteht. Das heißt, diese Bestandteile tatsächlich zusammen etwas machen, was neu ist, was die einzelnen Bestandteile für sich nicht können. Denn so in dieser Art und Weise muss tatsächlich dieser Übergang von der unbelebten zur belebten Materie entstanden sein. Zumindest glauben wir das. Und hier habe ich das nochmal angedeutet. Was man hier oben sieht, ist sozusagen die Interaktionsnetzwerke zwischen den bekannten Bestandteilen von Zellen heutzutage. Fürchterlich komplizierte werden dann manchmal so als Wollbälle beschrieben. Also von der Komplexität der verschiedenen Interaktionen, der verschiedenen Wechselwirkungen zwischen diesen 1000 oder noch mehr Genen, vergleichbar mit der Komplexität von dem World Wide Web oder anderen großen, sozusagen weit verzweigten Netzwerken. Und auf der anderen Seite steht unser Wasserstoffatom als sozusagen Sinnbild dessen, was wir hoffen, als Minimalsystem verstehen zu können. Mit was fangen wir jetzt an? Wie gehen wir vor? Wenn wir tatsächlich mit Atomen versuchen aufzubauen und sagen, okay, wir bauen jetzt Atome zusammen und hoffen dann, dass irgendwann durch den Aufbau größerer Atomgruppen, Moleküle, dann sowas wie Leben entsteht, dann haben wir einen sehr weiten Weg vor uns. Und da wir keine Chemiker sind, haben wir diesen Weg eigentlich noch gar nicht angefangen zu beschreiten, sondern wir fangen an mit Modulen. Und wenn ich Module sage, dann meine ich tatsächlich Moleküle, die wir aus belebten Systemen nehmen. Und da kommt natürlich jetzt jeder und sagt, ihr schummelt, was soll das? Ihr könnt doch nicht Module, Proteine aus bereits lebenden, evolvierten, im Grunde modernen Organismen extrahieren und so tun, als wäre das der Ursprung des Lebens. Aber das ist nicht ganz richtig. Denn was wir ja brauchen, sind Funktionen. Was wir versuchen zu bauen, ist etwas, das sozusagen Naturgesetze abbildet. Ich denke, das kann man am besten an der Entwicklung des Flugzeugs sich veranschaulichen. Wenn wir versuchen, etwas zu bauen, das genauso aussieht wie ein Vogel und das mechanisch sozusagen nachzubilden, irgendein Apparat, der mit den Flügeln klappert, dann wird das nichts. Das ist ja versucht worden und die Dinger sind meistens sehr zum Nachteil ihrer Piloten nicht sehr weit geflogen.
Und erst als man verstanden hat, was für Gesetzmäßigkeiten eigentlich zusammenkommen müssen, was für Funktionselemente, Tragflächen, bestimmte Formen, eine Strömung, was für Funktionselemente eigentlich zusammenkommen müssen, waren wir in der Lage, so etwas wie einen viel besseren Vogel, wenn man so will, weil er sehr viel mehr transportieren kann als ein natürlicher, zu bauen. Das heißt, wir versuchen, Funktionselemente von Zellen zu verstehen. Und das geht eben nur, indem wir Proteine verstehen und durch Zusammenbringen von Funktionselementen neue Funktionen zu generieren, die dann tatsächlich sehr viel weiter tragen als die einzelnen Moleküle für sich genommen. Aber das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen sehr akademisch. Wollen wir doch mal einsteigen und überlegen, was brauchen wir denn eigentlich alles? Wenn man Leben von Seiten des Physikers versucht zu definieren und zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich so besonders an lebenden Systemen? Also außer, dass sie natürlich unfassbar komplex sind, außer, dass sie sozusagen so erfolgreich sind, außer, dass sie sozusagen uns selber ausmachen. Was macht denn jetzt eigentlich den kategorialen Unterschied der Funktion eines lebenden Systems von einem nicht belebten System? Und da gibt es ein Kriterium, das ist nicht allein reserviert für lebende Systeme, aber das ist extrem wichtig und extrem beeindruckend in lebenden Systemen. Und zwar schaffen lebende Systeme es, Ordnung zu schaffen. Das mag komisch klingen, weil die meisten lebenden Systeme, die wir kennen, machen vor allem Unordnung. Aber eigentlich machen lebende Systeme tatsächlich auf molekularer Ebene ständig Ordnung. Das heißt, wir schaffen es, jede Zelle schafft es, eine bestimmte Ordnung zu erzeugen und nicht nur zu erzeugen, sondern aufrechtzuerhalten. Moleküle zu entmischen, ein Vorne und ein Hinten zu bilden, ein Kopf und ein Schwanz, ein Oben und Unten. Und zwar trotz der immer wirkenden Entropie. Also der sozusagen des zweiten Hauptsatzes, der, wie wir alle wissen, dazu führt, dass Dinge eigentlich eher gemischt werden als sortiert. Das heißt, wenn man ein Gas im Gleichgewicht lässt, dann verteilen sich die Teilchen in diesem Gas gleichförmig. Etwas, das hier so abgebildet ist, in der Flüssigkeit ist es genauso, lebende Systeme sind ja in der Flüssigkeit. Also wenn man ein Glas mit Wasser hat und da Farbe reingibt, dann verteilt sich diese Farbe gleichzeitig. Gleichförmig. Und jetzt muss man sich überlegen, was lebende Systeme im Grunde schaffen, ist, dass diese Farbe, die sie überwindbar, aber eben nur, oder durch Mischung ist überwindbar, aber eben nur, wenn Energie zugeführt wird. Und lebende Systeme brauchen Energie, wie wir alle wissen, entweder Sonnenlicht oder chemische Energie in Form von Nährstoffen. Das heißt, was lebende Systeme schaffen, ist diese Aufrechterhaltung von Ordnung, die Sortierung von Molekülen aufgrund von Eintrag von Energie. Und wie genau geht das? Wie kompliziert ist ein System, das sowas schafft? Und das Interessante ist, und das hat Alan Turing, eigentlich gar kein Biologe, aber eben ein sehr brillanter Denker, herausgefunden, dass diese chemische Entmischung oder diese Musterbildung in chemischen Systemen, und alle biologischen Systeme sind natürlich auch chemische Systeme, im Grunde sehr einfach ist. Man braucht im Grunde nur zwei Arten von Molekülen. Sogenannte autokatalytische Moleküle, die mehr von sich selber machen, also die sozusagen katalysieren, dass es mehr ihrer Art gibt, und sozusagen die Antagonisten davon, die das verhindern. Und dann braucht es noch einen Anstoß für die Durchmischung, damit das Ganze überhaupt mal in Fahrt kommt. Und das ist die Diffusion, die Teilchenbewegung, die immer stattfindet. Und das Interessante ist tatsächlich, dass es im Prinzip möglich sein muss, Systeme zu finden, die im Grunde nur aus zwei verschiedenen Molekülen bestehen und Energie, und dass Systeme, die also nicht zwei einzelne Moleküle, sondern zwei Molekülklassen und Energie, und dass es im Grunde durch Interaktion dieser Molekültypen Musterbildung geben müsste. Das wurde vorhergesagt von Alan Turing in den 50er Jahren als Begründung, wie Muster in der Biologie entstehen. Und dann haben sich die theoretischen Biologen und auch die experimentellen Biologen natürlich drauf gemacht, zu gucken, wo gibt es denn diese Moleküle, die tatsächlich diese elementare Musterbildung erzeugen. Und wie wir wissen, sind biologische Systeme eben sehr kompliziert. Und diese Grundmoleküle, die sowas machen, gibt es natürlich in den modernen Organismen nicht. Aber es gibt
Systeme in der Biologie, wo es tatsächlich so einfach zugeht, dass es zwei Arten von Molekülen gibt, die Musterbildung machen. Und ein System, das ist praktischerweise auch eins, das sehr bekannt ist, nämlich E. coli, die weiße Maus der Biotechnologie, ein Bakterium, das sehr leicht zu kultivieren und im Labor zu halten ist. Normalerweise auch ein sehr harmloses Bakterium. Es gibt es auch in böser Form, aber die, die wir haben, die sind ganz harmlos. Und wie Sie sehen in diesem Film, schafft es dieses Bakterium tatsächlich so etwas wie eine Musterbildung zu machen. Jetzt versuche ich mal, diesen Film nochmal laufen zu lassen. Ja, hier sieht man es. Und zwar nicht nur einmal, sondern dauerhaft. Diese Bakterien schaffen es, diese Moleküle, die wir hier sehen, sind eingefärbt mit einem fluoreszenten Farbstoff. Und Sie sehen hier sehr schön, dass diese Moleküle im Grunde in der Bakterienzelle, die stäbchenförmig ist und ist natürlich unglaublich vergrößert. Normalerweise ist die nur so ein paar Mikrometer groß. Diese Moleküle oszillieren in dieser Bakterienzelle zwischen den beiden Polen hin und her. Und da kann man sich jetzt fragen, warum tun die das? Die tun das, um der Bakterienzelle zu zeigen, wo ihre Mitte ist. Weil die Bakterienzellen sich in der Mitte teilen, wenn sie sich überhaupt teilen. Das heißt, um diese Mitte festzulegen, oszillieren diese Moleküle immer hin und her zwischen den Polen. Und zwar natürlich durch Energie angetrieben und die Energie in Form von ATP, also der biologischen Energiewährung, die jeder Körper, jeder Organismus hat. Das heißt, diese Moleküle sind tatsächlich nur dafür da, scheinbar. Wir wissen mittlerweile, dass sie für viel mehr da sind, aber die erste sozusagen Erkenntnis aus der Biologie ist, dass es diese beiden Moleküle, die heißen Min-Proteine, warum, das erspare ich Ihnen jetzt, die heißen Min-Proteine, da gibt es ein Min-D und ein Min-E, dies, was Sie hier sehen, ist das sogenannte Min-D, die machen wirklich nichts anderes, als immer hin und her zu oszillieren in der Zelle. Und man kann sich das so vorstellen, die Bakterienzellen, die wachsen nur in eine Richtung, die bleiben immer gleich dick, werden aber immer länger. Und im Lauf des Lebens einer Bakterienzelle muss diese Bakterienzelle sozusagen erstmal ihr Genom replizieren, also duplizieren. Und dann baut sie in der Mitte, wenn sie die erkennt dann, wo ihre Mitte ist, baut in der Mitte einen Teilungsring und schnürt diesen Teilungsring ab, sodass zwei Tochterzellen entstehen. Und die Festlegung, wo dieser Teilungsring eigentlich hin muss, die machen diese beiden Min-Proteine. Und das ist wirklich die allerkleinste musterbildende System, das bisher so in der Biologie bekannt ist. Diese Bakterienzellen formen diese Muster, dynamische Muster. Und das macht also sehr viel Sinn, wenn man verstehen will, wie Musterbildung in der Biologie überhaupt passiert. Und zudem noch in einem System, das für die Zellteilung, also für ein ganz, ganz wesentlichen, für ein wesentliches Kriterium des Lebens notwendig ist. Es macht also unheimlich viel Sinn, mit diesen beiden Molekülen anzufangen und zu versuchen zu verstehen, was diese Moleküle eigentlich machen, wie sie es machen, warum sie es machen, wie sie es vielleicht auch anders machen könnten. Und deswegen haben wir angefangen, und das ist jetzt wirklich schon seit, das ist jetzt über 12 Jahre her, und das habe ich letztes Mal auch schon erzählt, diese Proteine aus den Bakterienzellen rauszunehmen, aufzureinigen nennt sich das, und in einer komplett zellfreien, sehr, sehr kontrollierten künstlichen Umgebung, die dadurch besteht, darin besteht, dass man im Grunde nur ein Deckglas hat, wie ein normales oder ein Objektträger, ein Deckglas, wie ein normales Mikroskop ihn hat. Auf dieses Deckglas wird eine Membran geklebt. Die Membran ist sozusagen die Hülle der Zelle, die Innenseite der Bakterienzelle, simuliert sozusagen die Innenseite der Bakterienzelle. Und diese aufgereinigten Proteine, die wir hier mit verschiedenen Farben markiert haben, werden dann sozusagen einfach in Lösung über diese Membran pipettiert und ATP, also die Energiewährung, zugegeben. Und dann passiert, tatsächlich etwas, wieso geht denn das nicht hier? Das sollte eigentlich starten und ja, jetzt sieht man es. Hier sieht man sehr schön, dass diese Muster sich tatsächlich aus diesen Molekülen in Lösung von einer kompletten Gleichverteilung am Anfang, die sieht man jetzt hier nicht mehr, über die Zeit entstehen. Und was man hier eben nicht hat, ist eine Oszillation, weil das ist nicht ein geschlossenes System wie eine Bakterienzelle, sondern es ist ein offenes System. Die Proteine laufen dann im Grunde auf dieser Membran dahin. Und wenn man jetzt genauer hinguckt und wissen will, was machen eigentlich die einzelnen Proteine, das Gute ist, wir haben sehr, sehr hochauflösende optische Verfahren, sodass wir wirklich die einzelnen Proteine angucken können, was die machen.
Und interessanterweise sieht es gar nicht so aus, als würden die sich irgendwie gerichtet bewegen, so wie diese Wellen in der, sozusagen im Weitfeld. Die einzelnen Proteine machen eigentlich gar nichts anderes, als aus der Lösung an die Membran zu binden, dort ein Weilchen zu bleiben, zu diffundieren, wie man so schön sagt, und dann wieder abzubinden. Und nur das Faktum, dass sie das organisiert machen, also wenn eins da ist, dann ruft es sozusagen die Nächsten auf den Plan und die Übernächsten und die Übernächsten. Und irgendwann kommt dann das antagonistische Molekül und löst sie alle wieder ab. Und genau dieser Prozess, der ist hier sehr schön sozusagen im einzelnen Molekül zu sehen. Ich vergleiche das immer ganz gern mit einer Laola-Welle, wenn man sich veranschaulichen will, dass eigentlich die einzelnen Teilchen nicht gerichtet laufen, sondern die stehen vielleicht immer nur auf und setzen sich wieder hin. Das machen sie nicht, die kommen aus Lösung und binden und gehen dann wieder ab. Aber im Grunde ist es genau das gleiche Prinzip. Die Laola-Welle läuft ja auch durchs Stadion, ohne dass die Leute sich bewegen. Also wir haben das jetzt im Grunde nachgebaut. Wir können diese Proteine sozusagen in die Leine nehmen und genau angucken. Und jetzt ist natürlich die Frage, was können wir denn damit machen? Und da ist man natürlich als Physiker immer so ein bisschen Spielkind und versucht jetzt diese Wellen zu dirigieren. Und tatsächlich, man kann diese Wellen dirigieren, die Proteine in bestimmte Richtungen laufen lassen, einfach dadurch, dass man die Membran, auf der sie sich bewegen, zurechtschneidet. Also was Sie hier sehen, sind im Grunde einfach so Teppichböden, da würde die Membran einfach so geschnitten, dass sie um die Kurve geht. Und wie man sehr schön sieht, die Proteine können überall sein. Also hier können sie nicht binden, aber ansonsten sind sie in der Lösung sozusagen oberhalb von diesem roten Teppich. Aber man kann sehr schön sehen, dass die Wellen sich tatsächlich um die Ecke bewegen und auch ganz absurde Muster, sozusagen immer Schlangenlinien, sich bewegen. Und was ganz interessant ist, dass wenn man kleine Membranstücke nimmt, die ungefähr so lang sind wie die Wellenlänge, dann sieht man, dass diese Wellen sich tatsächlich entlang der Diagonale bewegen. Und das hat uns erstmal am Anfang etwas überrascht. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass die im Grunde entlang der langen Achse sich bewegen, bis uns dann ausfiel, dass die längste Achse natürlich die Diagonale ist. Das heißt, diese Systeme, die in der Bakterienzelle im Grunde entlang der langen Achse der Zelle diese Oszillation machen, erkennen auch in diesen minimalen Systemen tatsächlich die längste Achse, und das ist die Diagonale. Natürlich macht das Ganze nur dann Sinn, wenn man tatsächlich auch das biologische Phänomen, wir wollen ja letztlich sowas wie eine minimale Zelle bauen, das heißt, wir müssen es irgendwie begrenzen, und das hat meine Doktorandin Katja Zieske damals schon, das ist sozusagen, Entschuldigung, ich komme immer auf die falschen Knöpfe hier, eins unserer ersten Experimente, die wir hier in München vor mittlerweile fast 10 Jahren gemacht haben. Wir können tatsächlich, indem wir einfach nur das Volumen begrenzen, wir brauchen gar keine echte geschlossene Bakterienzelle, sondern es reicht, wenn wir kleine Badewannen in photolithographischen Verfahren auf kleinen Mikrochips herstellen und die mit Membran auskleiden, dann kriegen wir tatsächlich, jetzt hoffe ich, dass ich diese Oszillation nochmal zum Laufen kriege, ja, dann kriegen wir es tatsächlich hin, diese Proteine einzusperren in diesen kleinen Badewannen und ein gleiches Oszillationsphänomen hinzubekommen wie in Zellen. Also das System ist jetzt wirklich extrem minimal. Da ist jetzt nichts drin, außer den beiden Proteinen, Energie und natürlich der Membran als Bindesubstanz. Und das Interessante ist, wir können natürlich die Zellen nicht wachsen lassen. Das sind ja fest definierte, in PDMS geschnittene oder Glas geschnittene Badewannen, aber wir können die in unterschiedlichen Größen anbieten und können dann tatsächlich etwas sehen, was wir auch in der Bakterienzellen sehen, nämlich dass je größer die Zelle wird, desto länger die Periode der Oszillation. Das heißt, bei kleinen Zellen geht es sehr schnell hin und her und je größer die Zellen werden, desto länger sind die Wellen unterwegs. Und genau dieses Phänomen ist auch das, das es erlaubt, dann später, und das werde ich dann nachher erzählen, den Teilungsring wirklich in der Mitte zu positionieren. Was wir aber gesehen haben, und das ist wirklich sehr interessant, ist, dass wenn man Größen anbietet, die so lang sind wie die Zellen, wenn sie sich teilen, dann sehen wir tatsächlich, dass diese Oszillationen sich auch teilen. Das heißt, das physikalisch-chemische Gehirn dieser Reaktion weiß genau, oh, jetzt ist es aber Zeit, eine Tochteroszillation zu starten. Völlig unabhängig von irgendwelchen Gegebenheiten, die dann tatsächlich in der Bakterienzelle passieren.
Gut, wir haben gesagt, wir müssen verstehen, was es mit diesen Proteinen auf sich hat, wie die genau funktionieren. Und das allererste, was man tut, wenn man biochemisch unterwegs ist, und das sind wir, ist natürlich, die Proteine sozusagen zu mutieren, zu verändern. Also jedes Protein hat eine bestimmte Struktur, eine bestimmte Aminosäurensequenz. Und jetzt kann man natürlich rangehen und sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal an einer bestimmten Stelle an, was passiert eigentlich, wenn wir das Protein da verändern. Das Mutation passiert ja sozusagen, darauf basiert ja Evolution. Wie stabil sind denn diese Muster oder diese Proteinfunktionen eigentlich gegen Mutationen? Und da zeigt sich, dass sie nicht sehr stabil sind, dass eine einzige Mutation schon reicht, um nicht um die Musterbildung komplett zu unterbinden, aber um die Musterbindung, um das Muster wirklich völlig zu verändern. Also was man hier sieht, ist im Grunde, das ist der sogenannte Wildtyp. Das sind die Proteine, wie sie in der Zelle vorkommen. Und hier mein Student Simon Kretschmer hat dann eine einzige Mutation an der Membranbindungsgruppe aufgebaut. Ihr seht sehr schön, dass die Muster schon ganz anders aussehen und die schöne Pol-zu-Pol-Oszillation ist komplett verloren. Also die Oszillation, also ist noch eine Musterbildung da, aber die läuft immer im Kreis rum. Und wenn man die Membranbindungsgruppe ganz abschneidet, das sind dann schon ein paar mehr Aminosäuren, die da weg müssen, bildet es interessanterweise immer noch Muster. Also es funktioniert noch, obwohl es nicht mehr an die Membran bindet, aber Oszillation ist nun so, dass sie in der lebenden Zelle überhaupt keinen Sinn mehr machen würde. Die geht nämlich jetzt vom Deckel zum Boden. Und da kann natürlich kein Teilungsring sich irgendwie bilden. Also das ist interessant. Wir verstehen jetzt also, was wir an dem Protein ändern müssen, damit es sozusagen andere Muster macht. Und wir haben auch gelernt, dass es relativ schnell seine musterbildenden Fähigkeiten verliert. Und jetzt kommt sozusagen der wirkliche intellektuelle Schritt, nämlich zu sagen, jetzt versuchen wir das Protein wirklich in seine Bestandteile zu zerlegen, in seine, funktionalen Proteindomänen. Also Proteine sind große Moleküle, die aus verschiedenen, sehr, sehr vielen Aminosäuren bestehen und natürlich auch verschiedene Funktionen haben, Unterfunktionen, wenn man so will. Das ist so im Grunde so ein Multitool mit verschiedenen Funktionen. Und dieses Protein, das MinE, also eins der beiden, das wir jetzt auseinandergenommen haben, hat nun also verschiedene Domänen. Eines macht eine sogenannte Dimerisierung, das heißt, es macht immer Paare, da bindet immer eins das andere. Dann haben wir einen sogenannten Konformationsschalter, also das Molekül geht immer auf und zu. Im funktionalen Zustand ist es offen, im nicht funktionalen ist es zu. Es hat eine kleine Helix, mit der es mit dem anderen Protein, also hier, wir reden hier über das sogenannte MinE, und diese Helix ist sozusagen die, mit der es mit dem anderen Protein, mit dem MinD, interagiert. Das ist also das Allerwichtigste und auf das hier können wir nicht verzichten. Und dann hat es eben eine Membranbindungsdomäne. Also es besteht im Grunde aus vier großen Teilen. Und eigentlich ist bekanntermaßen nur das hier zuständig dafür, mit dem anderen Protein zu interagieren. Und das ist wirklich ein sehr kleines Molekül. Das heißt, ideal wäre natürlich, wenn man auf alles andere verzichten könnte und nur diese kleine Helix sozusagen als Minimalprotein verwenden. Und das ist natürlich, das wäre zu schön, um wahr zu sein, das funktioniert nicht. Aber, und das Interessante ist, man kann wirklich von diesen vier großen Teilen oder drei großen Teilen und einem kleinen Teil, reicht es tatsächlich, wenn man den kleinen Teil mit einem anderen zusammenbringt. Also diese kleine Helix entweder mit einer Membranbindung oder mit der Fähigkeit, Dimere zu bilden. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil jetzt haben wir dieses Protein von seinem natürlichen Vorkommensweise komplett entkoppelt. Jetzt haben wir es wirklich zerschnitten in vier eigentlich gar nicht sozusagen lebensfähige oder funktionsfähige Teile und haben festgestellt, dass wir im Grunde die wieder zusammenkleben können und zwar gar nicht notwendigerweise mit den Bestandteilen, die sie in der Natur haben, sondern mit künstlichen Bestandteilen. Hier wird ja zum Beispiel gezeigt, dass wir diese kleine Helix, wenn wir die Dimerisierung, also die Paarbildung dieser Helix, wenn wir die erreichen, dann bekommen wir Muster. Könnten wir für diese Dimerisierung, für diese Paarbildung auch keine Aminosäuren, keine Proteine nehmen, sondern irgendwas ganz anderes, um die zusammenzukleben? Und das Interessante ist, ja, das können wir. Und das ist was meine Doktorandin Tamara Hirmann vor kurzem gezeigt hat. Und zwar hat sie es nicht mit irgendwelchen Proteinteilen aneinander geklebt, sondern mit DNA. DNA ist zwar für Physiker immer noch ein relativ kompliziertes Molekül, aber für Biologen ein super einfaches Molekül. Also es ist wirklich ein sehr, sehr kleines, mit einem Protein nicht vergleichbares Molekül.
Und wenn man so eine kleine DNA von ungefähr 10 bis 20 Basen an unsere Proteinhelix dran klebt und die dann sozusagen mit ihrer komplementären DNA zusammenbringt, dann bildet dieses Hybrid, das in der Natur natürlich nicht vorkommt, das wir wirklich sozusagen im Labor erfunden haben, tatsächlich Muster aus. Und da sind wir jetzt an einer Stelle, wo wir wirklich sagen, hier haben wir was verstanden, was wir gelernt haben vom natürlichen System, was aber viel, viel einfacher ist als das natürliche System. Das heißt, wir haben wirklich der Natur hinter die Kulissen geschaut und haben natürlich nur die Musterbildung, aber doch die zu einem Grad verstanden, dass wir sie im Grunde abstrahieren können, noch nicht von der Kohlenstoffchemie, noch nicht von der Biologie, wie wir sie haben, aber doch von der Proteinbiochemie, wie es normalerweise undenkbar, also es ist eigentlich undenkbar, Leben anders als auf Proteinbasis im Moment zu bauen. Und deswegen ist es total interessant, so eine Erkenntnis da zu sammeln. Natürlich ein großer Durchbruch im Hinblick auf die Minimalzelle ist es noch nicht, aber ein wichtiger Durchbruch. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Denn was wir ja eigentlich wollen, wäre irgendwas, was aussieht wie eine Zelle, also sozusagen ein vielleicht Membrankompartiment, das tatsächlich in der Lage ist, sich zu teilen. Das ist sozusagen das technische Ziel, das meine Abteilung sich selber gesetzt hat. Und da ist sie nicht allein. Es gibt mittlerweile verschiedene Konsortien und Gruppen in der ganzen Welt, die versuchen im Grunde so ein minimales Teilungssystem zusammenzubauen. Teilungssystem ist insofern interessant für Physiker, weil es eben ein mechanisches Phänomen ist. Also dieses Ding schafft es irgendwie in der Mitte, sich zusammenzuziehen und zwei Tochterzellen zu generieren. Was braucht man dafür? Was braucht man erstmal als Hülle dafür? Und wie kommt die Kraft zustande, die es dann schafft, diese beiden sozusagen Teile auseinanderzuziehen? Ja, wie ist es denn in den Bakterien, von denen wir ja diese schönen MIN-Proteine haben? Bei den Bakterienzellen, können Sie sich vielleicht erinnern, ist ja die Idee dieser MIN-Proteine, den sogenannten bakteriellen Teilungsring in die Mitte dieser Bakterienzelle zu positionieren. Und die Idee ist die, dass die Proteine, diese MIN-Proteine, diesen Teilungsring eigentlich wegwaschen. Das heißt, wo immer die sind, können sich die Proteine, die eigentlich diesen Ring bilden, nicht aufhalten. Und wenn die in den Polen sind, dann wird der Ring natürlich nicht an den Polen ausgebildet. Und wenn die eben meiste Zeit an den Polen sind, dann hat der Ring in der Mitte die Möglichkeit, sich zu assemblieren. Die Proteine, die diesen Ring ausmachen, sind ganz, ganz viele. Aber da gibt es ein, wir sagen, wichtiges Protein, das sogenannte FTSZ-Protein. Das ist ein Protein, das, wenn man es aufreinigt und auf Membranen wirft, sogenannte Filamente bildet. Also das bildet schon im Grunde so Fäden, die, wie man hier auch schön sieht, schon ein ganz klein bisschen gekrümmt sind. Und das wirklich sehr, sehr Spannende ist, dass wenn man diese Proteine dann wieder mit Energie versieht, in dem Fall nicht mit ATP, sondern mit GTP, wieso geht denn dieses jetzt? Nein, wieso läuft denn dieser Film nicht? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Gehen wir mal zurück. Vorher lief er nämlich. Jetzt geht er, genau. Also was Sie hier auf der rechten Seite sehen, das sind kleine Ringe. Das sind jetzt Proteine, die auf einer Membranoberfläche sind, aber die sind eben nicht, wie in dem Bild hier, statisch, sondern die bewegen sich. Und tatsächlich ist es was, wenn man diese FTSZ-Proteine, die eigentlich diesen Bakterienring ausmachen, wenn man die in den richtigen Bedingungen zusammenbringt und mit chemischer Energie versieht, dann machen die tatsächlich, dann laufen die immer im Kreis rum. Und das war eine lange Geschichte herauszufinden, wofür eigentlich diese Kreisbewegung wichtig ist. Denn was man eben auch sehen kann, ist, wenn man diese Ringe auf weiche Membranen, nicht auf, sagen, auf dem Deckglas aufgebrachte, sogenannte Supported Membranes, aber auf weiche Membranen, wie zum Beispiel so ein Vesikel drauf gibt, dann sieht man, dass sich diese Membranen verformen. Das heißt, diese Filamente, die dieses Protein FTSZ bildet, sind in der Tat in der Lage, die Membranen zu verformen. Und was wir vor kurzem festgestellt haben, ist, dass diese
diese sogenannte Treadmilling, diese Rotation, dass die eigentlich was ganz Lustiges macht. Und zwar bringt die Membran dazu, in einem Membranschlauch tatsächlich so eine Bewegung, also im Grunde so ein Auswringen der Membran, die dazu führt, dass die Membran dann tatsächlich verformt wird. Wir haben es bisher noch nicht geschafft, tatsächlich so etwas wie eine echte, so ein echtes Schneiden hinzubekommen, aber daran arbeiten wir. Aber was ich Ihnen eigentlich da jetzt zeigen wollte, ist was wirklich funktioniert. Und zwar haben wir ja gesagt, diese MIN-Proteine, die sollen eigentlich diese Ringe in die Mitte der Zelle positionieren. Und das kann man ja sehr leicht prüfen. Passiert das tatsächlich? Wenn wir die MIN-Proteine zusammen mit diesem FTSZ auf eine Oberfläche geben, das hat man hier gerade gesehen, dieses FTSZ ist rot markiert, die MIN-Proteine grün, dann sehen Sie, und ich hoffe, dass ich diesen Film jetzt wieder starten kann. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Ja, da sehen Sie sehr schön, dass die grünen Wellen die roten wegwaschen und die roten kommen dann wieder, wenn die grünen gegangen sind. Und wenn man das jetzt nicht auf einer Oberfläche hat, sondern in einem Volumen, wie zum Beispiel diesen Badewannen, dann kann man eben sehr schön sehen, dass diese Oszillationen, die immer in den Polen sich sozusagen aufhalten, tatsächlich es schaffen, diese Teilungsringe, hier sind sie blau, nicht rot, und die grünen sind hier rot, also ist alles ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was für Fluoreszenzfarbstoffe man nimmt. Aber was man eben sehr schön sieht, ist, dass diese Oszillationen es tatsächlich schaffen, diese Teilungsringe, diese FTSZ-Ringe in der Mitte von Kompartimenten zusammenzuschieben. Also das, was in der Bakterienzelle wirklich passiert, passiert hier in einem viel, viel einfacheren System eben auch. Und vor ganz kurzer Zeit auf wissenschaftlicher Skala, also vor 3 Jahren oder 2 Jahren eigentlich, ist es meinem Doktoranden Thomas Litschel erstmals gelungen, wirklich diese Proteine in etwas sehr, sehr Delikatem, nämlich in einem Membranvesikel einzuschließen. Ein Membranvesikel muss man sich vorstellen wie eine Seifenblase unter Wasser, das im Grunde nur eine einzige Membran als Begrenzung hat. Eigentlich die wirklich Minimalform dessen, was ein zelluläres Kompartiment sein könnte. Und es ist nicht einfach, diese Seifenblasen sozusagen zu füllen mit funktionalen Proteinen. Das hat uns sehr lange beschäftigt, bis wir es geschafft haben. Aber Thomas Litschel hat es geschafft. Und was Sie hier sehen, ist, dass diese MIN-Oszillationen tatsächlich in diesem Vesikel zu sehen sind. Allerdings nicht als Pol-zu-Pol-Oszillation. Einfach deswegen, weil diese Vesikel, wenn man sie rund herstellt, gar keine ausgeprägten Pole haben, beziehungsweise die Pole können überall sein. Das heißt, in diesen Zellen haben wir eigentlich sowas wie eine Oszillation oder sehr oft eine Oszillation, wo alle Moleküle sich im Lumen, also in der Mitte befinden und dann alle gleichzeitig an die Membran gehen. Und wenn man das sich anguckt in Vesikeln, die nicht so prall gefüllt sind, sondern ein bisschen, wie soll man sagen, unterfüttert, also wenn man die in so einer flexiblen Umgebung hat, dass die Membran nicht gespannt ist, dann sieht man tatsächlich etwas ganz Seltsames, nämlich dass diese Oszillationen dazu führen, dass diese Vesikel sich verformen bis dahin, dass sie sich fast teilen. Also hier sieht man sehr schön in diesem Bild, es ist ein XZ-Schnitt, da sieht man, dass die Vesikel tatsächlich wirklich sowas wie eine echte Teilung, und hier ist jetzt noch nicht mal ein Teilungsring drin, sondern hier geht es wirklich nur darum, dass die Proteine an die Oberfläche binden und wieder ins Lumen zurückkehren und das periodisch. Und dieses mechanische Verfahren, also im Grunde ist es ja ein mechanischer Prozess, wenn ein Protein an die Membran bindet, weil er macht die Membran dadurch ja die Fläche der Membran größer. Und dadurch wird wirklich eine mechanische Kraft aufgebaut, die dazu führt, wenn alle das gleichzeitig machen, dass es wirklich so eine Art Teilung gibt. Nur kontrolliert ist diese Teilung natürlich nicht in der Weise, wie es wäre, wenn man einen Teilungsring hätte. Und deswegen ist es natürlich uns schon ein Anliegen, tatsächlich so etwas wie einen Teilungsring eben auch in diese Vesikel reinzubekommen. Und was man hier sieht, und auch das hat Thomas Litschel geschafft, ist Proteine, in diesem Fall sind es Proteine aus eukaryotischen Zellen, Aktin und Myosin, als Ringe in diese Vesikel reinzubekommen. Da sieht man sehr schön, dass es tatsächlich gelungen ist, die Ringe definiert zu haben. Und wir können sogar, Myosin ist ein Motor, das heißt, der zieht wirklich. Das Myosin ist unser sozusagen das Molekül, das Muskeln kontrahieren lässt. Und hier ist es sozusagen die allerkleinste Repräsentation von so einem Muskel, eigentlich nur ein Filament, auf dem der Motor sozusagen ziehen kann. Der Motor zieht auch, nur das Problem, jetzt hat man hier unten gesehen, jetzt gucke ich noch, ob ich es nochmal, ach, es ist ein Elend mit diesen
Hier sehen Sie, wie so ein Filament sozusagen von dem Motor kleiner gemacht wird, wie es also im Grunde als Basis einer Kontraktion. Und wir können sogar sehen, dass die Ringe kontrahieren, aber, und jetzt kommt uns ein Problem, stößt uns ein Problem auf, dass diese Zellen eben immer noch, diese Vesikel eben immer noch sphärisch sind. Das heißt, wenn man sich vorstellt, man hat einen Ring an der Peripherie einer Kugel und zieht diesen Ring zusammen, was passiert? Na, der rutscht dann eben ab. Ja, da gibt es ja nichts, was den hält. Das heißt, wir können mit solchen sphärischen Zellmodellen eigentlich nicht wirklich gut arbeiten, wenn wir sowas wie Zellteilung rekonstituieren wollen. Das ist ja auch klar. Ich meine, ein Ball ist eigentlich das Ungünstigste, was man teilen kann. Und deswegen, auch hier hilft wieder die Mikrosystemtechnik. Wir müssen unsere sphärischen Objekte, unsere sphärischen Vesikel natürlich verformen. Und das passiert dadurch, dass wir sie mit hydrodynamischem Fluss in solche kleinen Fallen reinziehen. Das ist die Arbeit von meiner Postdoktorandin Christina Ganzinger. Das heißt, wir können sie im Grunde einsaugen in so einen Kanal, in dem sie zusammengestaucht werden. Und in diesen Kanälen kann man sehr schön sehen, dass die Ringe wirklich alle sich schön entlang der Peripherie orientieren. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn die jetzt kontrahieren, dann kann tatsächlich sowas wie eine echte Einschnürung an der dünnsten Stelle erfolgen. Es ist noch nicht erfolgt, wir sind noch nicht so weit, aber es ist in Sichtweite. Allerletzter Punkt, natürlich muss auch irgendwann mal der Informationsaspekt beleuchtet werden. So, bisher habe ich nur mit Teilung zu tun gehabt, das heißt mit dem mechanischen Prozess der Zellteilung. Aber eine Zelle ist keine Zelle ohne Information, die vererbt wird. Das heißt, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass in diese sich teilenden Systeme irgendwo so etwas wie DNA oder RNA als Informationsmolekül eingebracht wird und bei einer Teilung, wenn sie denn passieren sollte, tatsächlich in Tochterzellen aufgeteilt wird. Da haben wir erst ganz vor kurzem damit angefangen, überhaupt über die sozusagen Vervielfältigung von DNA oder RNA in solchen Minimalzellen, in solchen Vesikeln uns Gedanken zu machen und die Frage, wie eigentlich so etwas wie ein Austausch von Informationen in diesen Zellen erfolgen kann. Und haben dann eine ganz interessante Feststellung gemacht. Und zwar ist es was, das ist sozusagen eher ein Zeitenaspekt unserer Arbeit, aber ich denke, das ist vielleicht passt hier sehr gut her. Haben festgestellt, dass Informationsaustausch in diesen Vesikeln passieren kann, wenn die Vesikel eingefroren werden und wieder auftauen. Und das ist wirklich ganz interessant, denn das ist ja ein sehr, sehr primitives sozusagen Umgebungsphänomen und Auftauen passieren kann. Also hier sieht man, hier sind rote und grüne. Die einen enthalten eine Art von DNA, die anderen eine andere Art von DNA. Und wenn man die jetzt einmal einfriert und wieder auftaut, sieht man sehr schön, dass die ihre Informationen austauschen. Das heißt, hier findet tatsächlich sowas wie eine echte Interaktion, Sex von Vesikeln, wenn man so will, statt. Und das ist natürlich sehr schön, dass dieses eben auch aufgrund von physikalischen Phänomenen schon nachvollziehbar ist. Ja, mit dem möchte ich es gut sein lassen. Ich bin hier schon etwas über meiner Zeit. Ich habe versucht, den wichtigsten Leuten zu danken. Natürlich ist Wissenschaft ein hochinteraktives Geschäft und es waren viele, viele Doktoranden, extrem gute Leute, die mittlerweile auch schon ihre eigenen Gruppen haben, auch Postdoktoranden beteiligt an dieser Arbeit. Und natürlich ist das Umfeld hier in München auch fantastisch, nicht nur Max-Planck-Institut, sondern auch die Kollegen an der Universität und vor allem meine Kollegen im Origins-Cluster, auch in den verschiedenen SFBs. Das ist wirklich sehr inspirierend und ich hoffe, dass wir zusammen noch sehr weit kommen in den nächsten Jahren im Verständnis dessen, was Leben ist. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Petra, für diesen sehr spannenden Vortrag über das Leben in einer Zelle oder in einer minimalen Version derselben. Ich habe immer gedacht, Physik sei kompliziert, aber ich stelle vor, die Biologie ist einfach doch noch mal um einiges komplizierter als die Physik. Da haben wir das Privileg, doch noch vereinfachen zu können, im Gegensatz zu den Systemen, mit denen ihr arbeiten müsst. So, natürlich, wie bei allen Vorträgen im Deutschen Museum,
können auch Sie hier Fragen stellen. Hier heißt in diesem virtuellen Web, das eben schon mal kurz als komplexes System dargestellt wurde. Und Sie machen das einfach, indem Sie bei YouTube Ihre Frage eingeben. Und ich werde versuchen, es also zu erkennen und die Frage dann laut auszusprechen, sodass Frau Schwille sie dann entsprechend beantworten kann. Also los geht's, wenn Sie eine Frage haben. Ansonsten, wir haben so ein kleines Mini-Publikum. Natürlich ist auch diesem gestattet, Fragen zu stellen. Also erstmal kommt ein Dank zu diesem hochinteressanten Vortrag. Den gebe ich jetzt erstmal gerne weiter. Noch ein Dank und noch ein Dank. Also keine Fragen, sondern erstmal Bewunderung für den schönen Vortrag. Dann stelle ich vielleicht einfach mal eine Frage, wenn das Publikum draußen noch dabei ist, das Keyboard zu finden und die Leute mit dem Handy, das ist ja immer so etwas mühselig, da zu tippen. Du hast uns also erklärt, sagen wir erstmal, dass es vier Komponenten gibt. Zumindest hast du also vier Komponenten herausgepickt und sagst, wir fangen jetzt mit einem mal an. Wie ist das mit den anderen Komponenten? Werden die parallel bearbeitet oder sagt man, das sind jetzt Sachen, die ich so gar nicht isoliert wieder betrachten kann, weil sie doch die Umgebung brauchen oder wie sieht das aus? Nee, tatsächlich, die Idee ist wirklich, dass wir sie eigentlich alle parallel betrachten. Also wir haben verschiedene Forschungslinien. Die erfolgreichste ist tatsächlich die mit diesen musterbildenden Proteinen, weil die unglaublich reichhaltig sind an Effekten, die wir sehen. Über was ich gar nicht gesprochen habe, also ich habe so ein ganz klein bisschen ausgeführt, dass diese musterbildenden Proteine eben nicht nur die Muster machen, sondern eben auch eine mechanische Transformation machen. Das ist was in der Biologie überhaupt nicht bekannt ist. Sowas sieht man in der Zelle nicht. Also die Bakterienzelle hat eine sehr starre Zellhülle. Das heißt, die Proteine können eine Zelle gar nicht deformieren. Aber sobald man es in ein weiches Vesikel bringt, fangen diese Proteine an, Funktionen zu zeigen, die sie in der Natur gar nicht zeigen. Und eine ganz wesentliche andere Funktion, die wir gesehen haben, das eigentlich noch viel spannender ist, dass diese Proteine auf einer Membran andere Proteine aus dem Weg schieben können. Also diese Wellen, die wir gesehen haben, die können wir, wenn wir da andere Proteine auf die Oberfläche bringen, dann kann man sehen, dass die Proteine, diese MIN-Proteine, die tatsächlich aus dem Weg schieben. Also man kann die nicht nur nehmen, um diesen Ring zu positionieren, sondern man kann sie eigentlich auch hernehmen, um andere Proteine irgendwelcher Art, die mit der Membran interagieren, die vielleicht in Bakterienzellen überhaupt nicht vorkommen, zu schieben. Und das ist was uns wirklich extrem begeistert, weil es bedeutet, dass diese Proteine, die wir in Zellen studieren, möglicherweise viel mehr Funktionen, versteckte Funktionen haben, die in der Biologie keine Rolle spielen, in dem Organismus, den wir vor Augen haben, keine Rolle spielen, die aber eine Rolle spielen könnten. Und vielleicht im Origin-Aspekt, die mal früher, in einer früheren Version, in einem früheren Organismus eine Rolle gespielt hatten. Ja, also wir gehen im Grunde, wenn man sich Evolution sozusagen technisch vorstellt, dann kann man zum Beispiel auch die Entwicklung des Automobils als eine Evolution bezeichnen. Ja, das erste Automobil war noch relativ einfach, das hatte eben sein Motor und dann ein bisschen Blech drumherum und zwei Reifen und ein Lenkrad und das war's. Und heute besteht ein Automobil aus unendlich vielen Teilen, unter anderem einer reichhaltigen Bordelektronik. Wenn die ausfällt, fährt das Ding nicht mehr. Ja, und das Interessante ist tatsächlich, dass wir versuchen, durch die Art von Forschung, die wir treiben, tatsächlich an diese versteckten Funktionen ranzukommen. Weil wir glauben, wenn man zum Beispiel sagt, man braucht 1000 Gene für eine Zelle, ja, möglicherweise braucht man gar nicht die 1000. Die 1000 sind sozusagen Fakt, die Zelle hat die 1000. Aber möglicherweise ging es mit viel weniger, wenn diese Proteine nicht so ausdifferenziert und nicht so ausspezialisiert wären. Jetzt kommen doch die ersten Fragen. Mhm. Wie gut kann man die Schwingung in der Zelle mathematisch beschreiben bei gleicher Geometrie der Zelle? Sehr gut kann man das. Also wenn man gut theoretisch modellieren kann und wir selber sind jetzt nicht die allergrößten Theoretiker, wir sind Experimentatoren, aber wir haben gute Kollegen, zum Beispiel Erwin Frey von der LMU München, dann kann man diese Prozesse extrem gut modellieren.
muss ein bisschen rechnen und die richtigen Fragen stellen, aber wir haben tatsächlich eine sehr fruchtbare Kooperation mit den Theoretikern, die fast alle Muster, die wir sehen, auch theoretisch nachbilden können und noch viel toller uns Vorschläge machen, was wir verändern können, um andere Muster zu sehen. Und das klappt dann tatsächlich. Eine weitere Frage, praktisch ein bisschen zurückgehend zu dem Anfang deines Vortrages, ist die Frage nach der Ursuppe passé. Ja. Ob die passé ist? Ja. Nee, die ist nie passé. Wobei, es ist, sagen wir mal, sie fällt ein bisschen in eine andere Forschungsrichtung. Also die Ursuppe ist eigentlich das Spielzeug von Chemikern. Chemiker sind extrem interessiert daran, wie kam es eigentlich zu den Molekülen, die es heute gibt. Nukleinsäuren, Aminosäuren, wie kam es dazu? Was ist sozusagen passiert, dass es auf der Erde die Synthese dieser spannenden Moleküle gab? Das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Also mich interessieren mehr so die Prinzipien. Wie interagieren Moleküle miteinander? Von mir aus muss das keine Nukleinsäure oder kein Protein sein. Das kann irgendwas sein. Ja, ich könnte es mir auch aus Nicht-Kohlenstoffbasis vorstellen. Dann eine weitere Frage, die auch wieder zu einer Bemerkung am Anfang deines Vortrages zurückgeht. Viren sind ja ein aktuelles Thema. Welche Merkmale des Lebens weisen Viren eben nicht auf? Wären denn Viren einfacher zu bauen als eine lebende Zelle? Ja, natürlich. Und Leute bauen Viren. Also Viren sind natürlich, also ich muss jetzt nicht vorstellen, dass überall im Keller irgendwelche Viren gekocht werden. Aber Viren sind eigentlich tendenziell wirklich sehr einfach. Die haben, oder es gibt einfache und komplizierte, aber die sind nicht in der Lage, Stoffwechsel zu treiben. Das heißt, Viren sind wirklich nur verpackte Informationsmoleküle. Ja, also das ist im Grunde ein DNA- oder ein RNA-Molekül und da ist eine Packung drumherum. Und was Viren eben schaffen, ist die Information, die auf ihnen steckt, sozusagen in Zellen reinzuschleusen, sodass die Zelle diese Information für die Viren macht. Das heißt, das Virus braucht als Vehikel eine Zelle, um zu leben, wenn man so will. Und ja, natürlich wäre es möglich, Viren zu bauen, aber das ist ja genau das, was nicht so spannend ist. Also für mich jetzt. Ich möchte jetzt nicht ein Informationsmolekül bauen, sondern ich möchte wissen, was eigentlich jetzt diesen Metabolismus antreibt. Wie kann es denn überhaupt zu sowas wie Metabolismus kommen? Dann eine weitere Frage, in welche praktische Anwendung fließt die Forschung rein? Das ist eine sehr gute Frage und da kann ich eigentlich, also wenn ich ehrlich bin, nur damit antworten, dass ich bei Max Planck bin, weil da eben Grundlagenforschung gemacht wird und ich keine Fragebögen ausfüllen muss, was da mal Tolles rauskommt. Aber es ist natürlich wie immer so, dass die Möglichkeit, dass da wichtige praktische, sehr, sehr interessante, wichtige praktische Anwendungen resultieren, nicht null ist. So vielleicht das Naheliegendste ist, wenn man versteht, was eine künstliche Zelle ausmacht, kann man natürlich über künstliche Organe nachdenken, man kann über künstliches Blut nachdenken, man kann darüber nachdenken, wie man mit künstlichen Zellen Gewebe reparieren kann, Zellen reparieren kann, weil eine Minimalzelle natürlich keine Immunabwehr generiert normalerweise oder muss sie, man könnte sie so machen, dass sie das nicht tut. Also es ist schon möglich, da sich auch Anwendungen zu überlegen, aber wir tun das nicht normalerweise. Bevor ich mit der letzten Frage, die hier ein bisschen in eine andere Richtung geht, vielleicht abschließe, gibt es noch irgendeine Frage hier aus diesem elitären, aber leider sehr kleinen Publikum? Hier nicht, dann würde ich sagen, schließen wir vielleicht mit einer letzten Frage, die gegebenenfalls in eine ganz andere Richtung in der Antwort geht. Ist Ihnen während der Forschung schon der Gedanke gekommen, dass es einen Schöpfergott gibt? Naja, also es ist nicht so, dass der mir in meiner Forschung kommt. Dieser Gedanke kommt ja jedem Menschen irgendwie. Also zumindest wird es an jeden Menschen herangetragen. Also ich denke, dass diese Frage unabhängig davon ist, ob es einen Schöpfergott gibt. Es ist tatsächlich, für mich ist Schöpfergott tatsächlich immer nur die allererste Ursache. Und die Ursachen, um die ich mich jetzt hier kümmere, ist, wie kann eigentlich aus Materie belebte Materie werden. Das ist ein Übergang, da ist der Schöpfergott meiner Meinung nach nicht notwendig. Der ist irgendwo ganz weit vorne, wenn er gebraucht wird, also im Urknall, vor dem Urknall, dass überhaupt etwas ist und nicht nichts da. Aber für den Übergang von unbelebter zu belebter Materie hätte ich den Schöpfergott gern draußen, muss ich ganz ehrlich sagen. Glaube ich, ist, sagen wir uns Forschern eigentlich gemeint, dass wir möglichst
möglichst Sachen selbst verstehen können. Ja. Also ich glaube, dass dieser Übergang tatsächlich einer naturwissenschaftlichen Beantwortung zugänglich ist. Und dann doch noch mal eine Frage, die einfach, und das ist jetzt wirklich die letzte Frage, denn wir müssen noch nach Hause kommen und das vor 9 Uhr. Deswegen also nur als Hinweis für das Publikum, wir wollen Sie nicht abschnüren, wir wollen ohne Strafzahlung nach Hause kommen können. Dann ging es um die Frage, können Sie etwas kurz zu dem Mechanismus des eigentlichen Einschnürens durch das Protein erklären? Ha, das ist eine super Frage, weil das natürlich niemand kann. Es ist wirklich tatsächlich so, dass es unklar ist. Es ist auch in Bakterien komplett unverstanden. Was heißt komplett unverstanden? Es ist gemein. Es ist vermutlich sehr viel komplizierter, als man sich das so gemeinhin vorgestellt hat. Die ursprüngliche Idee war, diese Proteine bilden diese Filamente und dann sozusagen schnappen die so zusammen. Da werden welche raus, wie so eine Perlenkette, wo man sozusagen Mittelteile rausnimmt. Aber das ist ganz sicher nicht der Mechanismus. Also vermutlich ist es viel komplizierter und es hat mit dem Einbau der Zellwand, also dass die Zellwand sozusagen nach innen gebaut wird, zu tun, wie das in Pflanzenzellen übrigens ist. Wenn eine Pflanzenzelle sich teilt, dann baut die sozusagen eine neue Zellwand. Also was da genau der Grund ist, dass die Bakterienzelle sich einschnürt, das wissen wir nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir auch egal, weil ich hoffe, dass es einfacher geht. Gut, ich denke, damit sollten wir aufhören. Ganz herzlichen Dank, Petra, für den schönen Vortrag, aber auch für die Beantwortung der vielen Fragen. Und auch wenn das nicht klingt, ich gebe trotzdem mal ein kleines Beifall. Dankeschön. Und natürlich geht es weiter, leider in dieser reduzierten Form. Aber auch nächste Woche werden wir wieder einen Vortrag haben. Zur selben Zeit, der YouTube-Kanal ist bereits auf der Webseite des Deutschen Museums zu finden. Und nächste Woche gehen wir wieder zur härteren Physik über. Und da geht es um die Rolle von Präzisionsexperimenten bei dem Verständnis des frühen Universums. Und gehalten wird der Vortrag von meinem Kollegen an der TU München, von Peter Fielinger. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Woche draußen. Passen Sie auf, wenn es zwischendurch mal kalt und glatt wird. Lassen Sie sich durch die gewissen Beschränkungen, die uns allen auferlegt sind, nicht zu sehr beeinflussen. Behalten Sie Ihre Lebensfreude und Ihre Neugier an der Forschung, wie wir es tun. Kommen Sie einfach nächsten Mittwoch zur selben Zeit wieder zu uns und wir hoffen, dass wir auch dann wieder gut unterhalten können. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend und nochmal ganz herzlichen Dank, Petra.